Das sind Preise zum Abheben. Die Champions Editions bei Automobilforum Kuttendreier. Einsteigen und abheben mit den Preisen von Kuttendreier. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute, Sie werden es schon gesehen haben, befinden wir uns im Herzen der Stadt auf dem Viktualienmarkt. Und neben mir steht Elke Fett. Die, ja, manche sagen, Frau Fett, Sie sind die Chefin des Viktualienmarkts. Würden Sie diese Bezeichnung annehmen wollen? Also ich, die Chefin nicht, aber ich bin natürlich die Marktsprecherin. Und das aus Leidenschaft. Und wenn Sie mich dann so als First Lady am Markt bezeichnen, freue ich mich natürlich auch, weil man ist schon ein bisschen alt. Schon, oder? Ja, da haben Sie auch völlig recht. Sie sind die Sprecherin von ungefähr ein bisschen über 80 der Händler und über 100 gibt's. Genau. Warum haben Sie nicht alle? Warum sprechen Sie nicht für alle? Ja, weil die einen haben ein anderes Parteibuch. Das geht ja auch da ein bisschen um die Pfründe, die sich da so auftun. Die einen sind halt in der Partei und die sind uns nicht so gewogen. Und die anderen sind halt sozial eingestellt und die sind halt hinter uns. Obwohl, es wird täglich mehr, muss ich sagen. Es sind jetzt im letzten Monat 3 neu eingetreten. Allein, weil wir nichts machen, aber weil wir halt immer so dastehen, wenn was los wäre, springen wir los und machen was. Trennt sich das durch die Parteigrenzen, richtig wie im Stadtrat? Ja. Aha, okay. Dann wissen wir jetzt schon mal das. Aber jetzt, Frau Fett, leben Sie ja hier quasi auf dem Viktualienmarkt. Wir haben eben gerade schnell darüber gesprochen, wo Sie wohnen. Wichtig zu wissen, tagsüber sind Sie hier und dann leben Sie da oben, oder? Ja, ganz genau. Ich bin also, morgens ist meine schönste Stunde, wenn ich runtergehe, schon mal in der Schmalznudel, meinen Kaffee trinke, meine Zeitung lese und dann eigentlich einfach hier zu meinem Standl aufbauen. Vormittags ist die schönste Zeit. So mittags, wenn denn der Druck kommt und die vielen Kunden, die mag ich dann nicht mehr unbedingt. Alle. Das ist mir dann schon manchmal ein bisschen zu viel. Dafür bin ich einfach schon zu reif für die vielen Leute. Aber ich mache das mittags um 2, gehe ich dann noch ein bisschen in die Richtung und dann heißt schon, ach, gehst du in die Zimmerstunde? Weil das ist Pause. Zwischen 2 und 4:30 mache ich gehen Sie Pause. Gehen Sie hoch in Ihre Wohnung? Ich hoch in meine Wohnung, mache ein bisschen. Und wer passt hier auf? Habe ich Personal. Ich mache das ja. Also ich meine, wenn man hier steht, dann riecht es ja ungeheuer intensiv. Ne? Jetzt wissen Sie mal, Ihren Standl, die heißt ja auch Duftschmankerl. Ja. Was ist denn das? Also ganz wichtig, müssen wir eigentlich dann um Standl irgendwann rumgehen. Ja, das sind meine Potpourris. Das sind Düfte, Naturdüfte. Und zwar gibt es da den Viktualien-Gewürzduft. Da gibt es die Rose und den Lavendel aus Südfrankreich. Mhm. Aus Grasse habe ich einen Bauern, wo ich die jeden Monat einmal geliefert bekomme. Und Sie mixen das selber? Und, ja, das mixen wir selber. Auch die Öle mache ich irgendwo selber und schaue, dass die zusammenpassen. Und das sind so unsere Hauptgeschichten. Lavendel, Rose, dann habe ich Meersalz getränkt mit ätherischem Öl. Und die halten dann ein Jahr. Und das sind so diese Highlights, wo man dann so sagen kann, ja, hier duftet es, hier ist schön. Frau Fett, wären Sie mir böse, wenn ich sagen würde, das sind alles Sachen, die man eigentlich nicht braucht? Das sage ich doch. Das ist doch mein Spruch, den ich hier habe. Nein, ich verkaufe nur Schmarrn, den keiner braucht, aber jeder will. Und zudem bin ich dadurch die Touristenfalle vom Viktualienmarkt. Weil ein Tourist kauft sich einen Apfel zum Jetzt-Nei-Beißen, aber meine Streusel zum Mitnehmen. Und das ist alles verteilt in der ganzen Welt. Und die halten, ich meine, der Duft, wie lange hält so ein Duft? Könnte man vererben, so lange hält es. Ja, der Duft wird halt weniger, aber dafür fülle ich dann das Öl schon wieder in Fläschchen ab. Jetzt merken wir es, fängt an zu regnen, die Leute holen ihre Regenschirme raus. Ja. Macht sie das Wetter nicht fertig? Ich meine, Sie sind ja nun 260 Tage im Jahr wahrscheinlich hier, ne? Ja, mindestens, ja, genau. Und dann jedes Wetter müssen Sie hier miterleben. Ja, aber das ist ja das Schöne. Das Einzige, was alle uns am Markt stresst, ist Sturm. Also ab Windstärke 4, 5 wird es also unangenehm, aber man steht trotzdem da. Aber es ist immer noch so, dass man denkt, es ist ein anstrengender Tag, der Wind pfeift, immer klappert irgendwas. Aber Regen ist doch schön im Sommer, der Sommerregen ist noch schöner. Wir schauen auf den Maibaum, den schaue ich drauf heute. Vom Osten kommt das Ganze, da hinten sieht es hell aus.
die Schwalben sind auch ganz oben. Es wird wieder schön. Aber wenn's auch, war das schlimmer, wenn es heiß ist oder wenn es kalt ist? Also die Hitze ist schlimmer. Ab 30, 33 Grad, das ist das Schlimmere für uns hier. Das, im Winter zieht man sich ganz warm an und das hält man gut aus, weil da kommt man auch nicht zum Denken. Und ich versuche immer, dass jeder von meinem Personal nicht mehr als 5 Stunden im Winter, wenn es gerade so 0 Grad hat, da sein muss. Weil das ist dann schon auch anstrengend. Aber das merkt man dann Gott sei Dank erst daheim, wenn man sich auszieht. Wenn die Glühphase kommt, ne, man kriegt einen hochroten Kopf, weil es ist dann halt doch anstrengend. Und im Sommer kannst du nichts mehr ausziehen. Du stehst halt hier, 33 Grad wie gestern. Und eigentlich hast du nicht viel Lust. Die Leute haben keine Lust. Und wann wird mehr umgesetzt, wenn es richtig kalt ist oder wenn es richtig heiß ist? Das ist das Makabre an unserem Markt. Das können wir nur sagen, wir haben das erste halbe Jahr, das schwache halbe Jahr. Eigentlich das für uns selber das schöne halbe Jahr, weil man mehr leben kann. Und im zweiten halben Jahr, da geht halt die Post ab. Da ist fürchterlich egal, ob es stürmt, schneit oder regnet oder die Sonne runterbrennt. Da ist halt viel los. Ab Juni? Ab Juli, ja. Jetzt diesen Monat merkt man die Schulferien, dann geht es in die Wiesen über. Dann ist die Stadt ist ab jetzt immer voll. Und das spüren wir ganz deutlich. Sie sind ja auch so ein bisschen was wie die Mutter, ich will nicht sagen Mutter Teresa, aber die Leute, ihre Kollegen, die kommen zu Ihnen, die beichten so ein bisschen, was hier so abgeht. Im Grunde genommen verstehen Sie sich natürlich alle sehr gut. Aber was sind denn so die kritischen Sachen, wenn Sie vermitteln müssen? Also da habe ich eigentlich eine ganz gute Position, weil ich, wenn es irgendwo ungerecht wird, ob das für den Großen oder für den Kleinen ist, dann bin ich für den da und dann gehe ich wirklich weiter. Also dann gehe ich erst in unser Kommunalreferat und wenn das nichts nützt, oder ich gehe noch einen Schritt davor erst zum Nachbarn, wenn es um den Nachbarn geht. Und so mache ich das immer so, wie einer das braucht. Wenn ein ganz Großer das Wildbieseln nicht unterlässt und nichts macht, dann muss der das auch hören. Das ist mir dann völlig egal. Aber wenn es um einen Kleinen geht, da gab es jetzt gerade eine Geschichte. Es gibt immer einen Sonderstand hier auf dem Markt. Ja. Und dieser Sonderstand hat eine ganz tolle Lage da hinten am Biergarten. Und der wird immer vergeben. Kann sich jeder melden, kriegt er dazu, kann er machen. Und dann hat sich eine gemeldet in unserem Innenhof. Das ist der kritische Hof, also der Frucht- und Obsthof. Ne? Weil dort ist der Kampf am allergrößten. Beim Obst. Obst, drin, okay. Spargel. Wir können mal hier rüber gehen. Ja, das ist der Schlimmere. Und da war es jetzt so, da habe ich am Samstag, wollte ich in der Früh schon zum Bodensee fahren, dann ruft mich eine vom Hof schon an und sagt, du Elke, weißt du, das geht doch gar nicht. Jetzt hat die genau vor unseren Ständen einen Sonderstand gekriegt. Und eigentlich nur deswegen, weil da drüben heute Blasmusik spielt und das Referat vergessen hat, das zu organisieren. Und die hat dann das gleiche verkauft wie die anderen? Im Sonderstand ganz 3 Meter daneben. Und da war natürlich schön Stress angesagt. Das haben wir nicht mehr regeln können, weil die Halle hat vergessen, dass der Platz besetzt ist. Die Frau ist eine clevere, gute Marktfrau, hat sich durchgesetzt und hat den Platz gekriegt. Von ihr aus gesehen, klug. Ja. Also aber es geht wahrscheinlich dann, wenn Sie schlichten müssen, immer um Fragen des Umsatzes, oder? Ja, eigentlich schon. Es geht hauptsächlich ums Platzverhalten. Diese Geschichten, wo man sagt, das ist mein Platz oder da will ich auch hin oder der nimmt was weg. Oder da, wenn es dann eng wird, das Geschäft im zweiten halben Jahr, ist das nicht tragisch. Weil da hat jeder ganz viel zu tun und keiner Zeit für den anderen. Aber im ersten halben Jahr, da schaut man schon eher mal auf den Nachbarn. Und da muss man öfter mal schlichten. Damit man es mal versteht, vom Umsatz her, wie viel Prozent ist der Umsatz im zweiten halben Jahr stärker als im ersten halben Jahr? Das kann ich so pauschal jetzt nicht für alle sagen. Oh. Aber jetzt für mich kann ich sagen, ich mache 1/3 Umsatz im ersten halben Jahr und 2/3 im zweiten halben Jahr. Und bei 40 oder 60% könnte das schon bei vielen anderen auch liegen. Aha. Das ist ja wirklich enorm. Ja, ist wirklich erstaunlich. Ja, aber das ist nicht nur bei uns Marktleuten. Alle Läden, die rundum liegen, denen geht es genauso. Aha. Ich meine, da hinten ist ja Ihr großer, neuer
was soll man sagen, Konkurrent, nein, Mitbewerber, nein. Oder ist das jemand, der ich rede natürlich von der Schrannenhalle, ja, ist das jemand, der Ihr Geschäft jetzt befruchtet hat? Sie können es ja jetzt auch bewerten eigentlich. Ja, also es hat nichts gebracht und nichts weniger gemacht. Aha. Die Schranne ist da, wir sind froh, dass sie da ist. Wir sind auch froh, dass sie schön ist. Mhm. Und ob da viel los ist, interessiert uns eigentlich jetzt überhaupt nicht. Mhm. Hauptsache, sie ist belebt. Wir wünschen ihr natürlich, dass sie schafft. Was haben Sie selber für ein Gefühl? Naja, da habe ich schon so oft was dazu gesagt. Ich hoffe nicht, dass noch ein Parkhaus reinkommt. Mein Gefühl. Sehen Sie es so dramatisch? Ja, es ist schon kritisch. Es ist halt, ich habe das gerade irgendeinem drüben erzählt, dem Herrn Eckes vom Käfer. Er hat gesagt, das ist, wenn Filialisten irgendwo sind, und da müssen wir ja auch bei unserem Markt so aufpassen, dann ist immer nur ein Filialleiter da. Und der ist ganz schnell austauschbar, wenn er dem Chef nicht gefällt. Mhm. Jetzt ist immer andere Leute da. Und aber am Markt sind immer die gleichen. Das sind Standelbesitzer, die kämpfen um ihr Geld, die kämpfen dafür, dass der Enkel Arno hat. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Flair, das macht alles anders. Dort ist halt so, dass alles so unpersönlich wirkt dadurch. Und das ist diese Gefahr eigentlich, die in der Schranne auch besteht. Das ist so mehr oder weniger die Frage der Kundenbindung, nicht? Also Sie haben ja wahrscheinlich auch Kunden, die immer wieder kommen. Und die wollen dann auch von Ihnen bedient werden. Ja, grundsätzlich gibt es natürlich so Leute, die vorher schon anrufen, wir sind in München, sind Sie auch da oder so. Aber ich diese Bindung, so ganz die direkte, man muss die Handschrift immer auch spüren. Und die spürt man, wenn ich morgens da 3 Stunden durchgefegt bin, weiß nachmittags jeder, die hat morgens ihr Standel selbst aufgebaut. Und wenn halt da jetzt ich mal 2 Wochen nicht da wäre, würde das alles anders aussehen. Das würde jeder, der einkaufen geht am Markt, das Standel kennt, spüren. Und so ist das eben bei Filialisten. Wie ist es mit Kunden, also mit treuen Kunden? Lass uns noch mal ein bisschen weitergehen. Also regelmäßig kommen und wie viel kommen, wie viel sind davon Touristen, die eigentlich eher so einmalig auf dem Viktualienmarkt vorbeischauen? Gibt es natürlich viele, die kennt man schon, die haben auch ihre Butterstulle mit und ihren Rucksack um. Ja. Das sind die, die schauen und ein bisschen anfassen und sich da mit dem Fotoapparat durchschlängeln. Die gehören halt dazu, die beleben unser ganzes Bild hier. Ja. Aber im Endeffekt, wenn man es ganz genau nimmt, wir haben eigentlich immer die Kunden, die wiederkommen. Bei mir ist jetzt so, es gibt ja ganz viel Veranstaltungen in München, Opernfestspiele, die kommen dann 1 oder 2 Mal im Jahr, aber sie sind dann halt auch wieder bei mir da. Und dann melden die sich natürlich oder sie lassen mir dann auch nur einen Zettel da. Wir waren bei Ihnen, Sie sind nicht da, aber wir haben wie immer eingekauft. Das macht 60% aus bei mir. Was sagen Sie denen, die sagen, Mensch, auf dem Viktualienmarkt ist es zwar wunderschön, hat sein eigenes Flair, aber ziemlich teuer? Ja, sage ich, dann hab's die Brille nicht aufgehabt, weil man muss mal einfach über den Markt gehen und ein bisschen hinschauen. Sie kriegen hier natürlich Obst und Gemüse im höheren Level, wie in der Apotheke, aber Sie kriegen auch Obst und Gemüse zum ganz normalen Preis. Äpfel vom Bodensee zum Beispiel, man kriegt Eier, man kriegt eine wunderbare Hühnersuppe mit Nudeln für 3 Euro. Wo gibt's das sonst? Die müssen nur die Augen aufmachen. Natürlich geht man dorthin, wo es am mächtigsten aufgebaut ist. Und das sind halt dann die Apotheken hier. Aber da muss man nicht kaufen. Und ich finde, wenn man erst mal eintaucht in unseren Markt und da ein bisschen sucht und forscht, boah, man ist glücklich mit uns. Man kommt immer wieder. Sind das in erster Linie jetzt Kunden aus der Max-Vorstadt und aus dem Glockenbachviertel? Mhm. Oder von wie weit her kommt der Münchner, um auf dem Viktualienmarkt einkaufen zu gehen? Also wir haben ganz viele Leute, die sind freitags da, die kommen aus Sauerlach, die kommen, die Schwabinger kaufen ein, die kommen bis aus Holzkirchen, die kommen immer am gleichen Tag, man weiß, donnerstags ist der Tag und da sind die da. Waren die denn schon da oder ist denen was passiert? Und so wird halt dann schon auch mit den Standelnachbarn gerätselt, bis aus Garmisch. Die kommen mit dem Taxi jeden Samstag. Was ist der umsatzstärkste Tag auf dem Viktualienmarkt? Also,
Die erste, also wenn ich einen Tag mache, ich es jetzt nicht fest. Aber ich mache es auf eine Woche fest. Es ist die erste Adventwoche. Die erste Adventwoche, aha. Aber wäre natürlich schon interessant zu wissen, welcher Woche. Dann nehmen wir den ersten Samstag, dann im Dezember. Der erste Samstag, nee, aber ich meine so unter der Woche. So ein ganz normaler. Wenn der normale Tag ist Freitag, Samstag. Freitag, Samstag. Ja, Samstag ist der beste, ganz klar. Außer es ist Christopher Street Day oder es ist irgendein Event wieder irgendwo außerhalb, dann spüren wir das. Oder wie jetzt die S-Bahnen gehen nicht, dann kommen die Leute halt auch, die von außerhalb kommen, nicht so. Aber im Großen und Ganzen. Also der Samstag ist der stärkste. Aber so Events, ich sag mal wie das Oktoberfest und Christopher Street Day und sowas, das spüren Sie hier, dann sind die Leute besonders intensiv auf dem Viktualienmarkt? Ja, klar, logisch, das spürt man. Gerade die Wiesen, das ist ganz, ganz reizend eigentlich zu merken. Die sind ja dann früh morgens hier, weil die Wiesen hat noch nicht offen. Reserviert haben sie auch erst ab Mittag, dann sind die alle hier. Und dann merkst du ganz genau nachmittags um vier rum, kommen die ersten schon wieder, weil sie keinen Platz gekriegt haben. Und dann machen sie sich hier breit. Schönes Wetter im Biergarten. Das ist also, das weiß man schon. Man spürt die Ströme, die da so kommen. Das ist alles, das macht man heute alles eigentlich aus dem Handgelenk raus, weil man das sieht. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Warum ist das Leben hier so schön, Frau Fett? Weil es so einfach ist. Man steht morgens auf, schaut schon mal aus dem Fenster, zieht sich irgendwie was an, geht runter, trifft schon die ersten Leute. Also manchmal habe ich das Gefühl, es ist alles nur Spaß oder so, aber dabei verdiene ich mein Geld. Und das von meinen Leuten rundum. Und Sie werden ja auch fotografiert von Touristen. Wenn Sie gerade in so einem hübschen Dirndl da sitzen, dann kommen die vorbei und machen Fotos. Wie kommen Sie sich dabei vor? Aber das ist mir auch schon so wurscht, weil ich hänge in so vielen Familienalben auf der ganzen Welt. Ja, sollen sie fotografieren. Die fotografieren ja jeden, der Dirndl anhat. Nicht nur mich. Aber es war schön, oder? Ja, klar, man, natürlich. Aber da wohnt man sich auch dran. Aber Touristen, sind die Ihnen so wichtig wie die Münchner? Oder? Na. Warum? Ja, weil die Einheimischen, das sind halt die, die wirklich jeden Tag kommen. Es sind immer die gleichen. Ne? Man hat so auch so einen kleinen Clan um sich rum und die kommen. Man begrüßt sich, erzählt was Neues, man lässt es auch. Aber die gehören dazu, auch wenn die nichts kaufen. Das ist, man würde ja nichts erfahren. Worüber unterhalten Sie sich denn so morgens, wenn Sie hier runterkommen mit Ihren Kollegen? Also die ersten fangen schon an. Ich habe am Handy nachgeschaut. 80% Regensicherheit heute. Jetzt reicht's mir schon. Das sind so die ersten Sachen, wo ich die schon mal wieder hinsetzen muss auf die richtige Stelle und sage, jetzt regnet es erst mal noch nicht und jetzt warten wir nicht schon drauf. Also Wetter ist klar immer das Wetter ist das Top-Thema. Und dann halt, wenn irgendeine Veranstaltung ist oder nachts war wieder mal Vandalismus hier, die Polizei war da, dann es ist immer irgendein Thema oder es gibt auch ganz private Geschichten. Hast du gesehen? Aha. Die Manuela hat eine neue Frisur. Ja, sieht die kreislig aus. Ja, aber so, das sind halt unsere Themen. Und wie ist das so mit Beziehungen untereinander? Gibt es das auch? Ja, ohne Ende. Oh, wenn ich da was erzählen müsste, ich könnte das. Aber das ist wie auf jedem Arbeitsplatz. Hier gibt es ganz viele kleine Geschichten, gibt ein paar schöne große Geschichten. Ich halte mich raus. Aber Sie wissen alles. Ich lebe hier. Ich kriege die auch noch abends mit oder morgens. Oder ich kriege halt viel mehr mit dadurch, dass ich hier auch wohne. Also es menschelt so richtig schön auf dem Viktor. Total. Das ist ja das, was mich so glückselig macht. Da falle ich gar nicht mehr auf, da kann ich auch machen, was ich meine. Gibt es hier so jemand, der alles weiß und mit dem man sich dann auch gerne unterhält, weil die Person besonders gut, ich will jetzt nicht sagen tratscht, aber besonders viel über die Kollegen weiß? Ja, das hat ein bisschen mit dem Viertel vom Markt zu tun, weil Sie wissen, wir sind ja ein riesengroßer Markt. Das teilt sich dann schon auf in die eine Ecke, das ist so die Schlemmermeier-Ecke da vorne und dann hinten beim Fischwitter schon gehört und dann natürlich das Duftschmankerl mitten unter die Blumengeschichten und die Würstel Manuela. Und das sind so die,
Zentralen, wo man dann sagt, in dem Viertel, weil manche wissen nicht mal die Namen von allen. Aber die neuen merkt man sich auch erst nach 3 Monaten, weil es lohnt sich nicht. Also gibt es sowas wie Klicken hier auf dem Viktualienmarkt? Gibt es vielleicht schon. Ich muss sagen, ich bin so auf den Punkt angekommen, es gibt keine Clique für mich. Also mich mögen die, das spüre ich so deutlich. Das ist so schön, wenn man, egal hier spazieren geht, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, hier auf die Stadtsparkasse, wie sie mich grüßen und freuen und was rüberrufen. Das ist so schön, das ist mein Alterssitz hier. Die eine Sache ist natürlich auch spannend, haben Sie eben schon ein bisschen angesprochen, Vandalismus. Also wenn man sich das so anguckt, ja, das ist ja alles eigentlich dann relativ, so sieht es wenigstens aus, leicht zugänglich hier nachts. Wie schützen Sie sich vor sowas? Also wir haben schon ein besonderes Glück. Dieser Platz ist auch eine ganz besondere Ecke. Als die Schrannenhalle noch Eventhalle war, da gab es mindestens 3 bis 4 Polizeieinsätze in der Woche. Und einmal bis zweimal im Monat hatte ich eine kaputtgeschnittene Plane. Seit die Schranne jetzt eröffnet ist, wir haben fast nichts. Wir haben noch höchstens einmal im Monat irgendwas. Oder manchmal nicht mal. In diesem Monat war noch gar nichts. Und das ist einfach, das liegt an unserem Platz. Jeder will uns beschützen. Also es ist kaum einer, der hier uns was Schlechtes will. Die sind dann jugendlich und betrunken. Kommt natürlich vor. Das hatte ich auch schon mal einen, aber den haben sie dann erwischt. Der kam, dann hat das wieder in Ordnung gebracht. Dann habe ich ihm verziehen. Und jetzt besucht er mich immer. Und die Mutter freut sich, dass der auf dem Weg gefunden hat. Das sind 1000 kleine Sachen hier. Die Sicherheit, die lieben uns. Die Leute mögen uns. Hier passieren wahrscheinlich so viele kleine Geschichten, dass es sich lohnen würde, die auch mal aufzuschreiben. Nicht? Absolut. Mein Wahnsinn. Oh, hier gibt es so viel. Also wirklich, ich habe von Anfang an, ich bin ja jetzt 17 Jahre hier. Ja, Sie sind Buchhalterin gewesen. Ja, oder? Genau, beim Bayerischen Philologenverband. Es ist der Gymnasiallehrerverband. Und wann sind Sie überhaupt auf den Gedanken gekommen, dass Sie hier einen Standel haben möchten? Mein zweiter Mann hat mich verlassen. Da war ich 50 Jahre alt und der war Richter hier in München. Und dann wollte ich schon mal erstens gar keinen Unterhalt und gar nichts. Und haben wir gedacht, eigentlich mache ich jetzt das, was ich mein ganzes Leben wollte. Marktfrau am Viktualienmarkt. Und dann habe ich einen handgeschriebenen Brief an die Stadt München geschrieben, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie das funktioniert. Habe aber geschrieben, ich möchte Marktfrau am Viktualienmarkt werden. Und dann haben sie mir nach Monaten haben sie mal geschrieben, ich soll mich ordentlich bewerben, wenn ich das wirklich möchte. Und dann habe ich denen halt wieder geschrieben, ich bewerbe mich jetzt hier die Woche, soll mir recht sein. Und irgendwann wurde ich dann eingeladen übers Telefon. Und da war ich aber immer noch diese Halbtagsbuchhalterin. Und mein Ehemann ist mir abhanden gekommen. Kann man gar nicht verstehen. Nach 10 Jahren, aber das war mein Glückstreffer. Sonst wäre ich hier nie gelandet. Aha. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der genau den gleichen Gedanken hat wie Sie, als Sie 50 waren und auch gerne hier sein möchte. Was muss man alles, okay, es gibt den offiziellen Weg, das sich bewerben. Es gibt keinen anderen mehr. Aber es gibt noch den offiziellen, ab jetzt. Aha. Aber kann man sich nicht durch Freundschaften und eine besondere Kompetenz vielleicht in der Schlange der Bewerber nach vorne bewegen? Keine Ahnung. Wie das bis jetzt war, weiß ich nicht. Dass es nicht korrekt war, das weiß ich. Also das haben wir verspürt und das ist wie ein Faden, zieht sich durch. Aber da haben wir ja jetzt mit unserem Bezirksausschuss, mit dem Herrn Püschel, ganz tolle Geschichte erreicht. Die Vergabe kommt jetzt in ein Gremium. Dass die ganze Geschichte eben einfach nicht einer allein in der Markthalle entscheidet, sondern es muss ein Gremium von Stadträten, von Bezirksausschussleuten, von Marktleuten. Und die bearbeiten dann die Bewerbungen und auch die Vergabe. Frau Fett, Sie haben uns natürlich sehr neugierig gemacht, als Sie eben bei Ihrem Standl standen und Sie da nach oben gezeigt haben, gesagt haben, da ist Ihre Wohnung. Ja. Und dass Sie von dort einen guten Überblick über den Markt haben.
Dann würden wir gerne mal mit Ihnen hingehen und mal uns den Überblick von Ihrer Wohnung aus verschaffen. Machen wir. Okay. Weil es lohnt. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Das sind Preise zum Abheben. Die Champions Editions bei Automobilforum Kuttendreier. Einsteigen und abheben mit den Preisen von Kuttendreier. Just Drive. Das sind Preise zum Abheben. Die Champions Editions bei Automobilforum Kuttendreier. Einsteigen und abheben mit den Preisen von Kuttendreier. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Also Frau Fett, jetzt sind wir hier bei Ihnen in Ihrer wunderschönen Wohnung. Das haben Sie sich so richtig ganz gemütlich hier gemacht. Ja. Erste Wohnung, die Sie selber für sich alleine eingerichtet haben. Ja, wirklich. Und jetzt ist er, okay, der erste Mann war Ihre große Liebe. Das, ja, genau. Klaus Fett. Und warum, was passiert? Na, der hat sich dann nach 20 Ehejahren eine 16-Jährige gefunden. Ich glaube, er hat sich suchen lassen und hat sie halt gefunden. Und wo ist er jetzt? In Sydney, in Australien. Australien. Zweiter Mann auch vorbei. Na, da hat es mir dann noch mal so richtig den Vogel rausgehauen. Da bin ich dann wegen einer Freundin, ich habe ja in Braunschweig gelebt. Und bin eine Freundin, die hat eine Goldschmiedewerkstatt in Starnberg. Und die habe ich besucht und bin dann da irgendwie auf einer Vernissage, kam ein Mann durch die Tür rein und ich dachte, jetzt kann ich nicht mehr, den will ich. Und dann hatte ich den auch, aber für 10 Jahre nur. Ja. Und dafür konnten Sie sich diese Wohnung alleine einrichten? Das war dann das erste Mal, dann wurde ich halt Marktfrau. Dann habe ich ja noch in der alten Wohnung gewohnt, in der Thalkirchner Straße, unsere gemeinsame. Und als die Marktfrau, das lief dann so super. Und ich habe immer allen erzählt, ich suche eigentlich hier eine Wohnung. Ich möchte so gerne am Viktualienmarkt. Und das habe ich dann, die dümmste Kuh, die dicksten Kartoffeln. Wirklich schön, weil, also jetzt mal der Reihe nach. Einmal müssen wir hinter Sie gucken, denn da ist ein Punkerbild von Ihnen. Faschingsdienstag. Faschingsdienstag. Dann hat die AZ Sie zu einer der, was, 10 wichtigsten? 25 bitte. 25 wichtigsten Frauen gemacht. Fühlen Sie sich auch so? Nee, ich fühle mich gar nicht wichtig. Am Markt schon. Aber ich kann ja nicht über meinen Marktrand rausschauen. Also bei mir dreht sich im Kopf alles nur um den Markt. Und alles, was da drüber rausgeht, darf noch ein Stückchen Marienplatz sein oder ein Stückchen Richtung Konen. Aber mehr geht da gar nicht mehr. Gärtnerplatz. Und alles, was hier am Markt ist, fühle ich mich schon wie ganz wichtig. Was haben Sie empfunden, als Sie die Zeitung aufgemacht haben und sich da gesehen haben? Ja, das haben mir irgendjemand hat mich angerufen, lies mal die Abendzeitung und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, das glaube ich doch gar nicht, weil ich wusste so, das glaube ich doch gar nicht. Die veralbern mich oder so, weil das kann doch gar nicht wahr sein. Ich tue ja eigentlich nur meinen Markt. Ja, das ist ja wichtig, dass viele sagen, das ist das Herz von München, hier schlägt der Puls. Und wer da Chefin ist, der ist schon jemand. Ja, also das finde ich so toll, dass ich dann die Seite, dann habe ich mir von der AZ noch mal eine Seite schicken lassen und die habe ich dann natürlich noch einen Rahmen gekauft und eingerahmt, weil ich habe ja schließlich eine Enkeltochter. Und auch eine leibliche Tochter. Ja, eine Tochter, ja. Und eine Enkeltochter. Tochter, ja. Und eine Enkeltochter. Wenn man jetzt hier bei Ihnen aus dem Fenster guckt, sieht man die Schrannenhalle. Ja. Da haben Sie ganz schön was erlebt, bevor die Schrannenhalle jetzt so dasteht wie im Moment. Was war die schlimmste Zeit? Also die Baustelle. Die war Wahnsinn. Also das war wirklich Tag und Nacht der Wahnsinn. 3 bis 4 Jahre hat das gedauert. Und dann hat man so das letzte Jahr schon nur durchgestanden, weil man gesagt hat, jetzt kommt die Schranne. Wir freuen uns, mal so eine schöne Halle oder so. Und dass das dann in einem halben Jahr irgend so eine Eventhalle war, ja, wo ich morgens um 6 noch die Bässe hier drin hatte und eigentlich immer, wenn ich gut schlafen wollte, zu Freunden in die Reichenbachstraße bin. Dort schon ein Federbett deponiert hatte. Ernst. Wenn es um 2 gar nicht ging, bin ich dann da über die Straße rüber. Meistens im Nachthemd, habe nur einen Mantel drüber gezogen und habe dann dort geschlafen. Also erst Baustelle, dann die Schranne, die Eventhalle. Und dann war es ja lange zu. Mhm. Das war mir dann nicht recht, weil es war dann nicht sauber genug für mich. Ich mag gern rausschauen und es muss schön sein. Und auch hier drin dokumentieren Sie das sehr deutlich.
Ja, das. Aber jetzt sagen Sie mal, der Fiktualienmarkt, der wird ja umgebaut. Das wird ja irgendwann nicht mehr das sein, was Sie sozusagen da verkörpern. Inwieweit glauben Sie, können Sie das erhalten? Weil ja der TÜV hier war, auf dem Fiktualienmarkt festgestellt hat, dass es da große Mängel gibt. Sie haben sich da mit Ihren Marktfrauen sehr gegen gestemmt. Aber es wird ja wahrscheinlich erst nach den Kommunalwahlen, aber dann wird da was passieren. Inwieweit können Sie dieses alte Flair erhalten? Also das fällt mir gar nicht mehr schwer, weil inzwischen alle Stadträte von allen Parteien uns am Markt zugesagt haben, der Markt behält sein Flair, der Markt wird ganz sanft saniert, kein einziger Händler muss gehen. Und ich glaube denen, wenn die mir das sagen, bis was anders kommt, vertrauen wir denen. Aber das ist ja auch so eine ganz individuelle Sichtweise, nicht? Also weil es gibt ja schon Stände dort, die einfach überarbeitet werden müssen, weil sie nicht mehr so stabil sind, weil die Keller nicht den Ansprüchen entsprechen. Wer wird dann endgültig entscheiden, wie das Bild der einzelnen Stände dann aussieht? Also ich bin halt schon der Meinung, die Stadt muss jetzt anfangen, die Keller zu sanieren. Und da kann ja oben schon mal noch alles bleiben, wie es ist. Es wird so und so. Der eine geht, dann hört der andere mal auf. Dann kann das schnurstracks ganz schnell schön saniert werden, mit Keller, mit allem, und neu vergeben. Und dann geht das immer weiter, wie es war. Natürlich wird es kleine Veränderungen geben. Aber dass wir das nicht zulassen, wie hinten am Bauernmarkt, den sie uns vor ein paar Jahren richtig tot saniert haben, solange ich lebe, passiert das bestimmt nicht. Aber es gibt ja den einen oder anderen, der so ein einheitliches Bild gerne hätte. Also gegen Einheit ist ja nichts einzuwenden, weil ich meine, wir sind Marktleute. Das bauen die einheitlich und dann kommen sie in einem halben Jahr, sieht jetzt wieder eigen aus. Aber der Charme des Viktualienmarkts ist es ja auch, dass jeder Stand so seinen eigenen Look auch hat, nicht? Wird man den in der Form erhalten können, wenn eben diese Planen und so dann vielleicht doch alle weg müssen? Herr van Hoffen, wird man nicht erhalten, muss man erhalten. Ob man das kann, das ist die einzige Anstrengung, die die Stadt unternehmen muss, dass der Markt so erhalten bleibt. Weil sonst ist das Herz von München tot. Und dann haben wir Filialisten, dann haben wir Fußgängerzone. Das will hier keiner, das will kein Stadtrat, das will niemand. Und wir am Markt schon gar nicht. Dass saniert werden muss, das ist uns klar. Weil jetzt sollen sie mal mit den Kellern in der Metzgerzeile anfangen. Das ist das Allerdringendste. Und dann geht es peu à peu. Das werden die Leute oben gar nicht merken. Weil es gibt einzelne Häuser, die werden saniert. Und im Endeffekt glaube ich halt, dass es einfach die Jahre jetzt weitergeht. Und wir halten alle zusammen. Wir rücken alle immer näher im Moment. Es wird natürlich für Sie dadurch nicht preisgünstiger. Also es wird wahrscheinlich auch für den einzelnen Händler deutliche Preiserhöhungen geben, was also Miete anbelangt. Glauben Sie, dass sich dann noch jeder dort halten kann? Es ist halt so, dass ich zum Beispiel mein Standl von der ersten Minute an habe, hat noch nie einer bei mir einen Cent dazu gezahlt. Also jeder hat seinen Stand selbst saniert, renoviert und immer auf dem neuesten Stand gehalten. Und da gab es noch nie was von der Stadt. Dass die Gebühren höher werden, die können sie ja umschlagen. Und im Grunde, dass die Märkte, die Standl so schön sind, das ist jedem Einzelnen zu verdanken und nicht unserer Stadt oder unserem Kommunalreferat. Weil da wurde nur einmal richtig investiert und das ist der Bauernmarkt. Und der ist ja seitdem tot. Aber die Angst besteht trotzdem irgendwo, dass es so ein bisschen Disney-mäßig wird. Denn ich meine, es gibt ja genug Klischees, die man über Bayern verbreitet. Und wenn man das sozusagen hier noch weiter vertiefen würde, dann glaubt der eine oder andere, dass der Markt dadurch vielleicht noch erfolgreicher werden könnte. Der wird nicht erfolgreicher. Das wird Disneyland. Aber ich glaube oder ich hoffe, wir sind inzwischen so weit, dass man alle wissen, dass Disneyland nicht die Zukunft ist. Ich vermute, das Herz am Markt, das spürt jeder, dass es schlägt. Und das erhalten alle. Ich bin da so fest überzeugt, dass wir unseren Charme nicht verlieren. Wir bleiben auch die Alten. Es kommen Junge nach, die sind mindestens so gut wie die Alten, wenn nicht manchmal besser. Anders. Die Erfahrung bringen Sie aber mit. Anders finde ich, aber sie sind gut. Und ich bin überzeugt, das bleibt der
bleibt erhalten. Der Biergarten, die Kastanien, was will man da ändern? Was fehlt Ihnen am Viktualienmarkt? Man kann ja immer, auch aus Ihrer Sicht, wo Sie jetzt sagen, Sie möchten das Traditionelle erhalten, das ist, glaube ich, Konsens. Trotzdem kann man sich ja überlegen, was könnte den Viktualienmarkt auch aus Ihrer Perspektive noch verbessern? Boah, wüsste ich viel. Ich zum Beispiel den ganzen Sommer vermissen alle Menschen eine Eisdiele. Also ein Stand mit richtig Eis, wo man sitzt, Kinder, mittendrin, aber gutes Eis. Wo ein, von mir aus ein Italiener Eis verkauft, so richtig, so wie auf dem Markt. Also da gibt es ganz viele, viele Geschichten. Man müsste mich nur fragen. Ich wüsste ganz genau, was da so fehlt. Also Eis ist das Erste. Dann eine Kaffeerösterei könnte man bringen. Dann, ja, Tausende. Es müssten nur keine Franchise-Unternehmen sein wie Gummibären. Man könnte auch Gummibären toll machen. Weil alles, was Lebensmittel ist, ist ja in Ordnung. Aber so abgepackt irgendwoher, weiß man nicht, da lagernd, das ist einfach nicht dem Markt würdig. Und vor allen Dingen weiß man dann ja gar nicht mehr, also wenn diese ganzen Ketten sich einmal festgesetzt haben, in welcher Stadt man sich überhaupt befindet, weil die europäischen Städte ja mittlerweile alle sehr gleich aussehen. Ne? Aber drum sage ich Ihnen eins, drum, wir sind der Viktualienmarkt und der bleibt, wie er ist und Filialisten haben dann nichts verloren. Wir werden nicht anonym. Es ist ja, ein, zwei haben Sie ja schon hier. Wir haben mehrere, aber im Endeffekt haben wir, genau das hat uns jetzt so auf den Plan gebracht, dass wir dagegen angegangen sind, dass die Vergabe in andere Hände muss, in ganz kompetente Hände, in verantwortliche Hände. Und da sind wir am besten Weg, bestimmt. Wie werden Sie die Kommunalwahlen für Ihre Interessen nutzen? Also ich muss Ihnen sagen, wir werden uns unheimlich gut bewahren, dass uns keiner benutzt. Frau Fett, ich glaube, der Viktualienmarkt kann sich sehr glücklich schätzen, dass er Sie als Sprecherin hat. Und man merkt, Sie leben dieses Thema durch und durch, wohnen quasi auf dem Viktualienmarkt. Ja. Ich wünsche Ihnen noch ganz viele erfolgreiche Jahre und herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Mei, jetzt bin ich ja gespannt, was da draus wird. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Das sind Preise zum Abheben. Die Champions Editions bei Automobilforum Kuttendreier. Einsteigen und abheben mit den Preisen von Kuttendreier. Just Drive.